Achtung, halt! Hey, und willkommen zu einem Part, den vielleicht nicht jeder unbedingt erwartet hat. Und zwar zu Mario Kart 8 Deluxe. Und zwar werde ich aber bloß fürs erste bloß den Online-Modus spielen. Und ein bisschen über Mario Kart selber palabern. Als allererstes mal Turnier. Und zwar kann man jetzt praktisch gesehen eigene Server erstellen. Und wie man sieht, mein Server heißt Koks und Nutten. Weil, warum nicht? Und das kleine Fleckchen am rechts heißt, dass gerade gefahren wird. Und ich habe noch einmal im Sexy Lady Cup gefahren. Und da kann man irgendwie nicht zusammen in ein globales Rennen starten, wenn man mit einem Freund spielt oder mit einer Freundin. Sondern man kann höchstens nachjoinen oder anscheinend kann man bloß nachjoinen. Ich bin mir noch nicht sicher, ich habe es erst einmal gespielt. Und wir wollten aber halt gleichzeitig zusammen spielen, ohne dass jemand nachjoinen muss. Deswegen haben wir halt extra eigene Server erstellt. Und da gibt's Dutzende, Millionen von Servern mit komischen Namen. Also es ist Flutscher, Peaches, Rosalina, das sind halt alles so... Eigentlich ist totaler Schwachsinn. Und dann natürlich Freunde und Mitspieler, regional und global. Und wir werden heute global nur spielen. Und zwar ein normales Rennen erstmal. Ich kann immer zurück. Aber diese 1000, was man eben gesehen hat, das bedeutet einfach nur, dass man das einfach nur, um zu zeigen, wie viel man eben schon gespielt hat. Man kann es fast wie Erfahrungspunkte benennen. Man könnte es fast Erfahrungspunkte benennen. Wieso? Ja, das habe ich auch beim letzten Mal nicht zusammengestellt. Moment mal. Holy shit, what? Ich krieg nicht mal Zeit, um mir was rauszusuchen. Das wollte ich gerade machen. Ich war auf Zufall, ups. Okay. Was ist das für ein komischer Typ? Okay, sie sind einfach gefahren. Global. Ein Mann gegen die ganze Welt, kennt man ja. Hoffentlich kommt irgendwas Anständiges raus. Ich kenne die ganzen Stages nicht mehr. Ich habe die früher, auf der Wii U habe ich das 8er gespielt zum letzten Mal. Und ich habe keinen blassen Schimmer mehr, wie überhaupt irgendwas funktioniert. Man kann mehr haben, man kann aber auch weniger haben. Am 1000 Punkten, okay, anscheinend ist es sowas wie der Rang. Nicht wie die Erfahrungspunkte, es ist der Rang anscheinend. Da hat einer das Ding, das Blue Car, der Blue Falcon. Also ich habe jetzt nicht das Kart, was ich wollte, eigentlich zusammengestellt, weil irgendwie mein Kart einfach weg war. Was ich beim letzten Mal zusammengestellt habe, ich kenne die Stage gar nicht. Ist das eine neue? Okay, das hier ist natürlich interessant. Ich muss danach nochmal raus und mir mal mein Kart zusammenstellen. Und das mal verzählen, was ich eigentlich erzählen wollte. Noch. Ups, oh, das war schlecht. Ich bin gerade etwas überrascht, dass du nicht die Zeit hast, dir dein Kart zusammenzustellen. Und dass das überhaupt irgendwelche Zufallskarts dann macht, ist doch Schwachsinn. Was zur Hölle? Das war wahrscheinlich, was ich wieder für irgendein komischer Bug bestimmt. Ich bezweifle, dass es wirklich so gehört. Das Dumme ist, jetzt ist halt, dass ich wieder die ganzen Münzen sammeln muss und ich mir wieder Kartteile freischalte, weil eben der ganze Fortschritt, den man auf der Wii U hatte mit Mario Kart 8, ist es... Oh, hier kann man nicht fahren! Okay, ist es natürlich weg. Okay. Deswegen, also man sollte sich wahrscheinlich gut überlegen, ob man sich überhaupt Mario Kart 8 Deluxe... Oh, scheiße. Holen sollte, wenn man den 8er schon hat. Weil eigentlich macht es relativ wenig Sinn. Oh, ups. Aber es ist anscheinend, ist unser Mario Kart 8 Deluxe hier das am schnellsten verkaufte Mario Kart, wo es bis jetzt gab. Und blauer Panzer, geil. Nimm ich hart, jawohl. Aber war ziemlich interessant, wenn man so drüber nachdenkt. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich dasselbe Spiel wie das für die Wii U, nur dass eben ein paar Feinheiten verändert wurden. Und dass die ganzen DLCs, die es damals zu kaufen gab, jetzt gleich schon drin sind. Eigentlich natürlich eine absolute Verarsche für die Leute, die sich die DLCs damals gekauft haben. Denn, das ganze Geld, was man jetzt damals ausgegeben hat, ist komplett für den Arsch. Es ist komplett einfach für den Arsch.
Das ist, also, ob man sich das, ob man das so hinnehmen sollte, ist wahrscheinlich etwas fragwürdig. Aber naja. Ich mecker mal lieber nicht zu viel, weil bis jetzt macht es ziemlich viel Spaß. Und ist auch ziemlich cool. So, das war doch gut. Es war fürs erste Rennen doch echt nicht schlecht. Habe ich viel Glück gehabt, hatte Zeit noch irgendeinen Case zusammen zu labern. Aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal raus. Denn ich möchte gerne mein Car zusammenstellen. Was zur Hölle? Ja, man kann auch Minuspunkte bekommen. Okay. Man kann also auch Minuspunkte bekommen. Ja, darf ich raus? Also ist es wie ein Rang. Interessant. Toll. Das ist auch eine Erneuerung jetzt. Man hat dann immer jetzt eine Krone auf. Wenn man auf dem ersten Platz ist. Jetzt bin ich auf dem ersten Platz, hab die Krone auf. Und ich gehe raus. Scheiße. Ich muss erstmal irgendwie meinen Card zusammenstellen. So, ich werde jetzt das Detail als Card benutzen. Obwohl. Ich benutze das. Ich bin ein Mann bei Mario Kart, wo mehr auf Beschleunigung geht wie auf Tempo. Ich mach's so. So mach ich's. Mehr auf Beschleunigung geht wie auf Tempo, da eben Mario Kart typisch ist, dass man permanent irgendwie was reinbekommt und das Tempo ist dann natürlich gleich wieder weg. Da will ich natürlich gucken, dass du schnell wieder unterwegs bist, deswegen bin ich immer eher der Beschleunigungsmann wie eben der Tempomann. Das Handling ist wahrscheinlich sogar etwas zu viel, weil ab dem Moment, wo es zu viel ist, ist es nicht mehr so cool, weil du zu schnell um die Kurve rumdriftest. Also du bist, der Radius wird da kleiner. Deswegen, da gibt es immer so die goldene Mitte. Ich habe eigentlich mein Lieblingskart schon lang zusammengestellt, im alten Mario Kart, also im alten Achter, im normalen Achter. Aber das habe ich jetzt halt noch nicht freigeschalten, die Teile. Deswegen muss ich da jetzt halt Münzen sammeln und hoffen, dass ich eben den Case zufällig freischalt. Und was ich vorhin sagen wollte, da unten diese drei Symbole unter Haftung, das sind eben die Neuheiten. Und zwar kann man bei L, wenn man hier auf L drückt, kann man einstellen, die Schlau-Steuerung. Und zwar ist es für Anfänger eher gedacht, dass man nicht irgendwie, das steuert dann immer, wenn du von der Stage runterfallen würdest, steuert es immer dagegen, sodass du nicht runterfällst. Das ist für Anfänger, für Kinder und sowas gedacht. Halt nicht persönlich für leicht schwachsinnig. Das Y ist die praktisch gesehen die Steuerung, dass du das Teil hin und her drehen kannst, als wär's ein Lenkrad, wie damals mit der Wii, mit dem Wii-Lenkrad. Und das R ist, dass das Kart von allein Gas gibt. Also, aber das mit diesem Schlau-Steuerung, das finde ich ein wenig dumm. Einfach aus dem Grund, weil da wird Skill praktisch gesehen mit Füßen getreten. Es gehört dazu, dass du runterfällst. Also zu Mario Kart. Es gehört einfach dazu. Ich glaube, ist klar, es soll ja Spaß machen und es ist für Anfänger. Naja. Aber naja. Ich meine, wenn es den Leuten Spaß macht, warum nicht? Egal. So, jetzt aber mein Turnier. Fahren wir mal noch ein paar Rennen. Jetzt mit unserem guten Card. So. Suche nach Spielern. Was? Es konnte keine Verbindung zur Konsole des anderen Nutzers hergestellt werden? Hä? Was für ein anderer Nutzer? Was? Okay, zu voll. Ist nicht mal voll? Warum ist nicht mal voll? Oder haben die anderen noch nicht... Ne, ist nicht mal voll. Jetzt bin ich aber ein bisschen überrascht, dass du in ein globales, nicht mal ein regionales oder nicht mal auf einem Server, sondern in ein globales Spiel reinkommst. Judas. Und Daddy, okay. Mr. Diddles, oh shit. Und es nicht mal voll ist. Ups. Okay, das ist mir neu.
Oh fuck, ich hab schon aufgepasst, wie ihr euch so fasziniert war von dem. Oh, was zum. Okay, diesmal ist schon ein bisschen befüllter hier. Das ist auch schon gleich mal viel geiler. Oh fuck me. Ich lebe noch. Das war fucking knapp. Oh, da Mr. Diddles. Es gibt keine Flucht. Mr. Diddles, wo war das nochmal? Ah ja, 'cause it's always time to diddle. Das ist vom fucking Roaster Tea von Ray. Stimmt. Mr. Diddles. Geil. Mr. Diddles ist cool. Oh shit. Ah, toll. Das war nix. Das war überhaupt nix. Flup. Ich entkomme den roten Panzer. Ich bin schneller. Oh. Alter, jetzt. Eine Millisekunde bevor ich die Banane. Ich wollte die gar nicht schmeißen. Was zur Hölle? Okay. Es passieren seltsame Sachen. Vielleicht kriege ich jetzt auch irgendwelche coolen Items mal, damit ich ein bisschen was zeigen kann. Nicht so wie vorhin, wo ich einfach die ganze Zeit auf dem ersten Platz rumfahre. Komm, ist mal irgendwas Cooles. Alter. Wieder nur Pilze. Ist mir wurscht, Bowser. Oh, mit deinen Wurstfingern. Die halten mich auch nicht auf. So. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Okay, es gibt Boost. Nice. Komm her, Mr. Diddles. Jawohl. Okay, ich habe anscheinend Mr. Diddles aus Versehen eben alles reingedrückt, was gab. Geh weg. Flup. Ja, Mario Kart 8 mit dem blauen Panzer. Das einzigste Spiel, was Skill bestraft. Bist du auf dem ersten Platz? Da hast du erstmal. Ah, fuck, Alter. Noch einer. Betreut's. Komm. Ah ja, ohne im Übrigen eine Erneuerung. Es gibt wieder diese Doppel-Item-Boxen. Ziemlich cool, eigentlich. Ist so Double-Dash-mäßig. Das war nicht schlecht immer, eigentlich. Mein einer Kollege regt sich zwar extremst auf, weil er meint, dass jetzt zu viel Items sind und... Oh, wow, wow. Treff ihn, Alter, treff ihn. Gib mir Glück. Oh, du Ratte. Ich flieg drüber. Jawohl. Jawohl, ich habe noch getroffen anscheinend. Und drüber. Es war fucking knapp, Alter. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich krieg nur noch 24 Punkte jetzt. Okay. Alter, wie viel hatte der einen Tag? 1255 schon. Wow. Okay. Was sieht so aus, hätte ich noch Zeit für ein Rennen? Oh, was sind das ja? Ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt immer nur diese. Ups. Was hab ich jetzt gemacht? Es kommen immer irgendwie nur diese selben Maps dabei die ganze Zeit raus. Das ist also. Find es nicht so cool irgendwie, dass da die Maps so beschränkt sind. Da, also man, es gibt so viele Maps, man hat so viel Auswahl. Und es kommt dann down diese Excite-Bike-Map. Und dieser Baby-Park kommt auch relativ oft. Dieser Baby-Park? Hieß es Baby-Park? Jedenfalls diese Excite-Bike-Map, die kommt andauernd. Andauernd. Das ist nicht normal, wie oft diese Scheiße kommt. Oh, lauter Schweizer. Und ein Japaner. Jawohl, die guten Schweizer. Maximus. Man startet immer von einer anderen Position, oder was? Ich bin eben Erster geworden und bin aber nicht auf dem ersten Platz. Also anscheinend ist es immer abwechselnd. Das ist relativ gut und human, denke ich mal. Oh, fuck me. Natürlich gerade in dem Moment, wo ich das Ding wegschieße. Ich bin Zwölfter! What? Alter! Wenigstens ist die Mucke cool. Gib mir ein Item. Du Ratte! Ich hab nicht mal ein Item bekommen. Yeah.
Ich bekomme kein Item und keine Münzen. Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist denn jetzt los? Mann, ich krieg ja gar nichts. Darf ich was haben? Wenigstens etwas, ey. Toll. Oh, sorry, Luigi, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur loswerden. Feuerball! Ich werde sie. Und drüber. Hui! Oh, fuck. Oh, gut. What? Es ist an mir vorbei. Ich bin erst da wie das. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Dad. Das Spiel, ich habe keinen blassen Schimmer, was eigentlich los ist, ey. Ich fahre einfach nur. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich aufgepasst. Ah, oh, scheiße, das war ganz schlecht. Das war ganz, ganz schlecht. Flup. Gib mir den Boost, Boy. Komm, fahr rein. Jawohl, Boy. Oh, fuck. Ich habe vergessen, auf welcher Taste man trifft und auf welcher nicht. Hey. Wie kann man so ver... Ah, oh, was? Durch meine... Oh, fuck. Toll, nur eine Münze auf dem zweiten Platz. Willst du mich verhunzen? Komm her, Mr. Diddles. It's always time to diddle. Mr. Diddles. Er hat zwei Uhren an, weil immer Zeit ist zum Diddle. Was ein Scheiße. Alter, ist ja Link, Mann. Ja, krasse. Komm, was gescheit's? Was gescheit's? Gib ihm! Boah, dann runden. Ah, oh, ich hab ihn trotzdem! Bam, Alter! Das war Luck. Das ganze Spiel basiert letzten Endes nur auf Luck. Aber das war gut. Meine erste Mario Kart 8 Aufnahme und dreimal in Folge erster. Aber ich hab ordentlich kämpfen müssen, ey. Oh, ich bin schlecht geworden, ey. Ist ja furchtbar. Oh, ist ja geil. Das ist scheiß Spiel, ey. Schade, dass der Apache rum ist, aber ich habe keine Zeit mehr. Wir haben 2 Uhr, ich muss ins Bett. Ich habe morgen Spätschicht. Oh, neues Fahrzeugteil, cool. Muss schaffen, muss leider wieder arbeiten. Aber das Fahrzeugteil, gucken wir uns das noch an. Geil, Alter. War das wieder nice. Hoffentlich kriege ich was Gescheites. Ist das die Mercedes-Räder oder was? Anscheinend. Okay. Fuck die Mercedes-Räder. Was hatte ich denn jetzt die ganze Zeit? Ah, fuck. Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich glaube das. Ich glaube, ich hatte das. Dumm, dass man halt irgendwie vergleichen kann. Großartig. Doch, die sind schon geiler. Die sind schon geiler. Die sind schon geiler. Ja, ich behalte es. Es bleibt so. Und, man sieht schon, die ganzen DLC und Charaktere und die Splatoon-Charaktere sind jetzt mit dabei. Warum gerade Splatoon? Wahrscheinlich, weil Splatoon halt einfach ultra beliebt ist. Der Wii U-Kult-Schlager schlechthin. Und die ganzen DLC-Charaktere. Deswegen, es ist halt so eine Sache, worüber man drüber nachdenken sollte wahrscheinlich. Ich meine, du zahlst wieder einen Vollpreistitel. Also wenn du die Wii U-Variante hast, so wie ich zum Beispiel. Ich habe die Wii U-Variante, ich hatte jedes DLC. Und du zahlst jetzt praktisch gesehen wieder einen Vollpreistitel eben für dasselbe Spiel. Es sieht etwas besser aus. Es hat ein paar Kleinigkeiten verbessert. Aber ob sich das eigentlich wirklich lohnt? Normalerweise nicht. Normalerweise eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine ganz große Verarsche. Eine ganz große Verarsche. Für die Leute, die es nicht hatten für die Wii U, ist natürlich geil. Du zahlst 56 Euro für ein Spiel, was vor 70 Euro gekostet hat. Mit DLCs über 100 Euro wahrscheinlich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Du hast es jetzt für die Hälfte. Also es ist... Für Leute, die es noch nicht hatten, ist es natürlich absolut klasse und geil. Und es ist ein geiles Spiel, es macht ultra viel Spaß. Aber eigentlich ist es trotzdem eine Verarsche. Und das ist auch das Finito-Wort für den Part. Das war geil. Davon werden noch ein paar mehr Parts kommen. Das ist lustig, das macht Spaß. Sowas kann man immer wieder mal machen, spielen und gucken. Es stört niemand, denke ich. Also dann, bis die Tage wiedersehen.